Kapitel 4 Glücksbringer und Omen aus islamischer Sicht. Im ersten Kapitel über Tawhid wurde Tawhid al-Rububiyyah, die Einheit in der Herrschaft Allahs, definiert als die Vergegenwärtigung Allahs als Schöpfer und Erhalter des Universums in jeder Beziehung. Die Schöpfung, die Aufrechterhaltung und schließlich die Zerstörung des Universums mit allem, was darin ist, erfolgt auf den Befehl Allahs. Auch Glück und Unglück sind dem Willen Allahs unterworfen. Die Menschen fragten sich jedoch zu allen Zeiten, ob es nicht einen Weg gäbe, Phasen des Glücks oder Unglücks vorherzusagen. Gäbe es die Möglichkeit, solche Vorhersagen zu machen, könnte man Katastrophen vermeiden und sich Erfolg garantieren. Seit alters her gibt es Leute, die fälschlicherweise von sich behaupten, Zugang zu diesem verborgenen Wissen zu haben. Die Massen der unwissenden Menschen scharten sich um sie und zahlten ihnen und zahlen immer noch immense Summen, um etwas von diesem so wichtig erscheinenden Wissen zu erlangen. Einige der Methoden, die erfunden wurden, um Unglück abzuwenden, breiteten sich überall hin aus. So kann man in den meisten Gesellschaften Glücksbringer, die später noch eingehender behandelt werden, in Hülle und Fülle finden. Aber auch die verschiedenen geheimnisvollen Wege, die man sich ausgedacht hat, um sich Wissen über die Zukunft zu verschaffen, haben sich weit verbreitet. So findet man bestimmte Arten von Omen und deren verschiedene Interpretationen in allen Zivilisationen. Ein Teil dieses Wissens ist jedoch geheim geblieben und wird als okkulte Technik der Wahrsagerei und Magie in verschiedener Form von Generation zu Generation weitergegeben. Da diese Praktiken weit verbreitet sind, ist es sehr wichtig, ein klares islamisches Konzept von ihnen zu entwickeln. Werden sie nicht richtig verstanden, kann ein Muslim sehr leicht der großen Sünde des Schirk, der die Wurzeln dieser Praktiken ist, verfallen. In den folgenden 4 Kapiteln wird die islamische Position bezüglich dieser Behauptungen, die sowohl im Widerspruch zu den einzigartigen Eigenschaften Allahs stehen, als auch zur Verbreitung der Anbetung der Schöpfung führen, detailliert dargestellt. Jede Behauptung wird auf der Grundlage des Korans und der Sunna des Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, analysiert. Und es wird für diejenigen, die aufrichtig nach dem wirklichen Verständnis des Tawhid streben, ein islamisches Urteil abgegeben.